Wir lehnen diese Genderverrenkungen komplett ab. Es vergewaltigt eine lebendige, wachsende, klare Sprache. Es ist der Versuch, behördlichen Einfluss, autoritären Einfluss auf die Alltagssprache zu nehmen. Das erinnert an dunkle, autoritäre Diktaturen. Und es unterstellt von vorneweg allen anderen, die diesen Quatsch nicht mitmachen wollen, unlautere Absichten. Das ist ja Unverschämtheit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen, Abgeordnete. Sie haben mich im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos gemacht. Es müsste doch jedem auffallen, wenn man streng Damen- und Herrenformen verwendet, weibliche und männliche, dass man dann die Transmenschen ausschließt. Müsste doch jeder eigentlich bemerken, der ein bisschen nur nachdenkt. Und ich frage mich an der Stelle, wo überhaupt wirklich das Problem ist. Ist das wirklich wichtig? Wir haben es hier mit der Bedeutung und der Rolle der Sprache zu tun. Und 2/3 der Bevölkerung, nach meiner Kenntnis jedenfalls, lehnen diese Änderungen und diese Ideen hier ab. Sprache ist, wie der Name schon sagt, das gesprochene Wort. Und der Ursprung von Sprache ist immer die gesprochene Sprache. Auch die Schriftsprache ist eine im Nachhinein verschriftliche Sprache. Und wenn ich Ratgeber zur gendersensiblen Sprache lese, komme ich mir vor, wenn ich Karikatur oder die Mickey-Maus-Heftlin angucke. Sehr geehrte Damen und Herren, will man ersetzen durch ein schlichtes Hallo. Das hat doch mit Sprache nichts zu tun, das hat mit kulturellem Niveau zu tun und sonst mit nichts. Die gesamte Debatte um weibliche oder männliche Formen oder um Genderformen hat eigentlich ihren Ursprung in einer Unterstellung. Die Unterstellung, dass weibliche Vertreterinnen in der Anrede nicht mit eingeschlossen sind. Und ich habe es schon 100-mal gesagt, es ist erstens boshaft und zweitens dumm. Wenn ich zum Arzt gehe, dann möchte ich zu einer Person gehen, die kompetent ist auf dem Gebiet. Welches Geschlecht sie hat, ist mir an der Stelle vollkommen wurscht. Und das ist das Wichtigste in diesem Zusammenhang. Und deswegen, das stört mich bei diesem Thema und es stört die Kommunikation und die Ursachen sind höchst unterschiedlich. Der Redner, der das generische Maskulinum verwendet, der geht davon aus, dass er alle Menschen inkludiert. Und zwar egal, was für eine private, sexuelle oder sonstige Orientierung sie haben. So. Und wenn der Zuhörer oder in dem Fall eher die Zuhörerin sich also meint, nicht angesprochen zu fühlen, weil sie das Plural im Maskulinum nur sieht, dann ist es vielleicht ein Problem der fehlenden Aufmerksamkeit. Aber im Grunde genommen ist es eine Unterstellung. Und diese Sache lässt sich behördlicherseits relativ leicht verändern, indem man in allen amtlichen Schreiben definitorisch erklärt, dass die Form des generischen Maskulinums alle Menschen, gleich welchen Geschlechtes und gleich welcher sexuellen Orientierung, und ich betone an der Stelle noch einmal, dass das im Grunde genommen Privatsache ist, eingeschlossen und angesprochen sind. Diese Definition würde sehr wenig Zeit kosten, wenig Geld kosten und wenig Mühe kosten. Warum wird es nicht gemacht? Ganz einfach. Möglicherweise hätten, und das ist jetzt eine bösartige Unterstellung, hätten dann alle Frauenbeauftragten, die Gleichstellungsbeauftragten, die Genderbeauftragten 3/4 ihres Beschäftigungsverhältnisses oder ihrer Tätigkeit verloren und sie könnten dann nicht mehr darüber streiten, ob das Binnen-I oder das Sternchen oder der Unterstrich der Erneuerung des Bewusstseins und dem gesellschaftlichen Fortschritt dient. Und mir scheint das Ganze sehr künstlich zu sein. Männlich und weiblich durchzieht als Dualität unsere Sprache. Und das Denken ist möglicherweise davon auch geprägt. Aber was bringt es wirklich, wenn wir aufs Verb gehen? Wenn wir sagen Studierende statt Studenten, dann müssen wir, wenn der Student schläft, Ruhenden oder Schlafenden sagen. Auch der Arbeiter ist nämlich immer ein Arbeitender. Er ist manchmal ein Ferienmachender oder ein Mittagessender, während der Arbeitszeit unter Umständen sogar. Hier richtet diese Politik, die Sie machen wollen, mehr Schaden als die Krankheit, die Sie angeblich heilen wollen. Und an der Stelle, wenn das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung wirklich so irrelevant ist, wie Sie es immer gerne darstellen, wirklich so irrelevant für die berufliche Leistung, den beruflichen
Aufstieg oder das Ansehen oder alles andere. Warum muss man das Geschlecht dann bei den Anreden und beim sonstigen Sprachgebrauch immer so betonen in den Vordergrund stellen? Mal eine Frage zum Nachdenken. Und eine Anmerkung sei mir noch gestattet. Beachten Sie mal die Aussprache vieler Kollegen und Kolleginnen hier in diesem Saal. Wie oft hört man denn eigentlich nur noch Kollegen und Kollegen? Weil das verschluckt wird. Dieser bescheuerte Knacklaut jetzt in der Tagesschau oder im Fernsehen. Ich frage Sie wirklich, meint jemand ernsthaft, das ist ein kultureller Fortschritt, was Sie hier anbieten? Sie lachen mit Recht. Das ist nämlich lächerlich, was Sie hier verzeihen. Deshalb zum Schluss drei Punkte. Wir lehnen diese Genderverrenkungen komplett ab. Es vergewaltigt eine lebendige, wachsende, klare Sprache. Es ist der Versuch, behördlichen Einfluss, autoritären Einfluss auf die Alltagssprache zu nehmen. Das erinnert an dunkle autoritäre Diktaturen und es unterstellt von vorneweg allen anderen, die diesen Quatsch nicht mitmachen wollen, unlautere Absichten. Das ist ja Unverschämtheit. Danke.